Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. Beim letzten Mal, das ist schon eine ganze Weile her, ich erinnere mich noch an einen fiesen Sektorbot auf weiter Flur, irgendwo auf so einem Platz, wo wir einen Zivilisten haben eskortieren müssen. Und dann war da noch dieses extrem fiese Andromedon, das irgendwie durch die Decke eines Hauses geschossen hat, von unten und unseren Sniper voll erwischt hat. Nee, es waren sogar beide Sniper, die das Viech voll erwischt hat. Also einige verletzte Soldaten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, vier. Wie lange sind die noch so verletzt? Nur damit wir schon mal schauen können, auf was wir uns gerade einlassen. Snizzle kann schon nicht mehr ordentlich sprechen. Ein Tag und drei Tage. Okay, in drei Tagen haben wir zumindest unseren Sniper wieder und Kelly ist in einem Tag natürlich auch wieder da. Ein Sniper wäre schon immer nicht schlecht, vor allem, weil wir gerade ihre Waffen verbessert haben. So, was stand denn sonst noch an Sektobodenanalyse? Also die quasi Autopsie ist so gut wie fertig. Das ist schön fortschrittliche Sprengkörper, dauert auch nicht mehr lange. Vorratslieferung, das ist wichtig. Und dann das Psi-Labor natürlich. Okay, ich würde sagen, wir scannen einfach mal, schauen einfach mal, was denn so als nächstes kommt. Oh, Moment. Müssen wir noch mal ganz kurz hier reinschauen und zumindest mal ganz kurz gucken, wie sieht denn das hier so aus? Was haben wir? Wir können noch eine ganze Menge Sachen verbessern. Das heißt natürlich, wir brauchen auch noch einige von unseren Vorräten dann. Ja, der Psi-Verstärker brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht, weil Psi-Soldat, den müssen wir erstmal ausbilden, nehme ich an. Das heißt, das wäre, glaube ich, das Sinnvollste erstmal und danach dann die Sturmkanone, wobei auch die Fusionsklinge nicht schlecht ist. Wir kriegen eine ganze Menge Geld, so ist es ja nicht. Aber hey. Warum der Sinneswandel? Wie sie schon wieder an dem Typen rummeckern, ne? Der arme Taigen wird immer von ihr gemobbt. Bei der Zusammenarbeit, das geht ja gar nicht. Gibt mir zwar nicht wirklich eine Wahl, aber mir gefiel die Aussicht auf Normalität. Das war ein Fehler. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Aliens hatten nie den Wunsch nach Frieden. Wie ich schon sagte, es war ein Fehler. Einer, den ich hier bei XCOM begradigen möchte. Dann ist die Arbeit genau das Richtige für Sie. Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Das ist positiv. Ich wollte auch nur mal gucken, was wir sonst noch so erforschen können. Aber vielleicht kommen wir nach dem Sektorboden noch irgendwas dazu. Okay, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Da gibt's Vorräte. Moment, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo waren wir denn noch sonst so bei? Wir haben da die Codex hier in Koordinaten, aber hatten wir nicht noch irgendwas, was Kontakt herstellen? Wenn wir das noch schaffen, das ist ja quasi fertig. Wenn wir das noch schnell schaffen, bevor bevor das Ganze anfängt, das wäre natürlich gut. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Flap! Und da haben wir es tatsächlich. Das ist doch wunderschön. Genauso sollte das aussehen. Das heißt, wir kriegen nochmal ein bisschen mehr Geld. Nicht besonders viel mehr, das sollte man dazu sagen, aber durchaus ein bisschen mehr. Schaden tut es also auf keinen Fall. 40 oder so? Ja, 40 Vorräte. Das ist schon erstmal okay. So, und dann haben wir hier noch irgendwo diese Vorräte gehabt. Da gibt es, das sind die Vorräte, und da gibt es die schweren Waffen. Schwere Waffen gut und schön, aber die Vorräte sind mir tatsächlich noch ein bisschen wichtiger, damit wir da ein kleines bisschen noch was schaffen können. So, ein bisschen mehr schaffen können, was die Vorräte angeht. Da ist die Sektorbodenanalyse fertig. Sehr gut. Was haben wir denn da so? Ach so. Diesen Dingern aus nächster Nähe gesehen zu haben. Ja. Zum Trotz befand sich im Innern kein Pilot, als wir es geöffnet haben. Irgendwie, ich habe da auch noch ganz böse Erinnerungen dran aus dem ersten XCOM. Codename Zyklop. Gremlin Mark 3. Sowas hatten wir erwartet. Das ist natürlich ziemlich gut. Das stand da, glaube ich, auch. Oder das hat Taigen gesagt, als er den angefangen hat, auseinanderzunehmen. Als wir dieses Ding zum ersten Mal herbrachten, war ein Teil unserer Truppen noch immer fest davon überzeugt, dass wir beim Öffnen einen Sektoiden oder etwas Schlimmeres am Steuer vorfinden würden. Glücklicherweise haben sich unsere Sicherheitsvorkehrungen als unnötig herausgestellt, denn im Innern befand sich nichts Organisches. Kein Pilot, der physische Steuerbefehle gibt. Sofern es keine Impulse von außen gibt, deutet alles darauf hin, dass dieser Sektopode eine vollständig autonome Waffe ist, die nach den Vorgaben ihrer Systemprogrammierung agiert. Genau diese Art Waffe hätte in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Ich weiß, dass mein Vater Vorbehalte dagegen gehabt hätte, einfach einen Roboter zu bewaffnen und loszuschicken. Mittlerweile ist klar, dass die Aliens keiner Moral oder anderen ethischen Richtlinien folgen. Solange etwas effizient und zerstörerisch ist, scheinen sie kein Problem damit zu haben, es auf uns zu hetzen.
Ja, so scheint es leider tatsächlich zu sein. Das Ganze von der guten Frau Shen. So, Lilly heißt sie. Ich vergesse jedes Mal ihren Vornamen. Gremlin Mark III, fortschrittlichste Version der Gremlin-Drohne und erhöht den Hackwert unserer Spezialisten erheblich. Die Fähigkeiten des Spezialisten werden ebenfalls erheblich verbessert, wenn er oder sie von diesem Unterstützungsroboter begleitet wird. Sehr gut. Berserker gut und schön, Chrysaliden auch, aber den Andromedon, den möchte ich gerne erforschen, weil der ist fies, also sieht zumindest sehr, sehr fies aus und vielleicht kriegen wir da irgendwas Neues über den raus. Scheint es in der Tat so zu sein, dass diese Kreatur nur innerhalb der Grenzen ihres massiven Schutzanzugs lebensfähig ist. Zum Leidwesen unserer Truppen stellt der Anzug selbst, auch unabhängig vom Status seines Trägers, eine starke physische Bedrohung da, wie wir zu unserem Erstaunen auf dem Schlachtfeld feststellen mussten. Ja, dieses Wiederaufstehen ist ziemlich mies und dann liegt ja auch noch so eine komische Spur aus Giftzeug ab. Das ist auch nicht schön. Naja. Ich habe gemerkt, wie Mannschaftsmitglieder auf die Narbe von der Chip-Entfernung an meinem Ja, das sagst du öfters. Starren. Kann man das abbrechen? Wenn ich das nicht selbst hätte tun nee. Müssen, wären die Schnitte sicher sauberer okay, gewesen. Okay, das war bei Waffen, ne? Der Gremlin, der ist aber günstig, das ist richtig gut. Und wir kriegen über 700 Vorräte, oh ja. Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch ein paar Vorräte hier aus dem Ding, was wir gerade scannen. Da sind die fortschrittlichen Sprengkörper fertig, das ist schön. Ich muss da rein, sagt ihr mir, was das... Ah, EMP-Bombe. Die verbesserte EMP-Bombe fügt robotischen und mechanischen Zielen eine große Menge an Schaden zu. Selbst Einheiten, die den direkten Schaden überleben, können vorübergehend deaktiviert oder funktionsuntüchtig werden. Das ist doch schön. Rauchbombe. Oh, guck mal, die wird auch besser. Das ist schön. Das ist richtig schön. Jetzt wäre tatsächlich die Frage, aber da haben wir nicht genug Vorräte für. Da müssen wir nämlich auch mal zusehen. Hier, die sind zum Beispiel vielleicht nicht schlecht. Schädelauswertung könnte man vielleicht auch mal machen. Ich hätte aber gerne vor allem einen Geistanzug noch, wenn es geht, für unsere Sniper oder zumindest unseren ersten Sniper. Aktuell haben wir niemanden. Ist natürlich jetzt überbesetzt gerade das Gerät, aber wir haben da sowieso nichts Sinnvolles anderes zu tun. Von daher machen wir erstmal weiter. Die Vorratslieferung kommt sowieso sofort. So, ich möchte, glaube ich, erstmal machen wir das jetzt. Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Dankeschön. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Vielen Dank. Das ist ja schön zu hören, dass du der Meinung bist, dass das so ist. 5 Binöppel haben wir noch bis zum Avatar-Projekt, bis das fertig ist. Aber wir können auch noch mehrere Ziele wirklich angreifen. Von daher ist das ganz gut. So, ein Monat lang Chrysaliden ist nicht so schlimm. Das ist schon nicht schön, aber nicht so schlimm. Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen, das ist auch gerade gar nicht so schlimm, finde ich. Alien-Einrichtungsbau eine Woche, das ist nicht mehr lange. Ich decke das mal gerade auf. Viper-Gift. Ein Monat lang über Giftgeschosse. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so schön. Ich glaube, das ist fast am schlimmsten, finde ich. Eins von den beiden werde ich wahrscheinlich... Da werde ich zusehen müssen. So, ich ignoriere das gerade ganz kurz. Wir nehmen erstmal die hier mit, würde ich sagen. Hoffe ich wenigstens. Nack! Achso. Bitte keinen Einsatz jetzt bis dahin. Das wäre gut. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, ja, ich weiß. Strategische Ressource gefunden. 72? Das ist nicht so viel. Da habe ich irgendwie mehr erhofft und erwartet. Ja, da wollte ich jetzt auch hin. Ja. Das ist irgendwo hier drüben. Genau, die Vorratslieferung. Dass wir zumindest ein, zwei von den Dingern schon mal kriegen bis zum nächsten Einsatz. Das wäre wichtig. Und wenn wir sie alle kriegen, tatsächlich bevor einem Einsatz, dann würde ich sagen, greifen wir wirklich was an. Psi-Labor, einsatzbereit. Und das Psi-Labor ist fertig. Ha! Unsere Soldaten können nun zu Psi-Psi-Psi-Psi-Psi ausgebildet werden. Neuer Personalplatz für Soldaten und verkürzte Ausbildungsdauer. Sehr schön, das schauen wir uns mal an. Sieht irgendwie fies aus. Okay, Psi-Labor. Kann jeder Rekrut zu einem mächtigen Psi-Soldaten ausgebildet werden? Die Zuweisung eines Ingenieurs verkürzt die Dauer aller im Psi-Labor aller Ausbildungsplätze. Ja, da würde ich sagen, da stoppen wir erstmal hier die gute Annette Hagen rein. Zack, dann geht das Ganze schneller. Und dann, wir haben doch noch genau einen. Anne Hernandez. Die wird jetzt Psi-Soldatin werden.
ja, kann so lange nicht, das ist aber nicht so schlimm. Die macht jetzt erstmal eine Psi-Ausbildung. So, verbessern, was heißt das? Eine zweite Zelle. Ach, ah, das steht gesperrt. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch was frei, sowieso. Na gut, scheinbar nicht. Ich überlege gerade, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein zweites Kommunikationsrelais-Dingens. Kirchen, das wäre sehr, sehr wichtig. Da ist die Frage, wo man das noch hinbaut. Und also man, wir müssen es auf jeden Fall irgendwie bauen. Das kostet 110. Hier kostet halt keine Energie, deswegen habe ich gerade überlegt, kann man das eigentlich hier am besten hinmachen? Oder unten? Das läuft irgendwie aus dem Bildschirm raus. Ist ja traurig. Dauert 16 Tage. Würde fast sagen, das machen wir mal, oder? 110, das ist nicht ganz günstig. Vielleicht warte ich erst, bis ich die Upgrades noch gekauft habe. Auf der anderen... Na, nee, wir können... Im Moment können wir noch relativ viel auch angreifen und machen so. Das heißt, das ist nicht ganz so schlimm. Was wir auch... Oder was ich auch noch machen wollte, ist natürlich hier. Da gibt es nämlich auch noch eine ganze Menge, was wir machen können und sollten. Das ist zum Beispiel nicht schlecht. Die integrierte Kriegsführung ist nicht... Wir können so viel coolen Kram machen. Das müssen wir vor allem vor... dem nächsten Einsatz schon machen. Das ist die Sache. Das wäre eigentlich mal nicht schlecht. Ist allerdings sehr, sehr teuer. Die Dinger sind alle relativ günstig. Die könnte ich eigentlich mal machen. Kritische Trefferchance erhöht. Sprengkörper können kritisch. Das ist richtig gut. Ich benutze so viele Sprengkörper. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt nur für die ist. Ich nehme mal an. Aber das werde ich jetzt erstmal kaufen. Der tödliche Schuss ist auch nicht schlecht. Feuerschutz, Reflexschüsse. Ich warte erstmal noch. Wir gucken erstmal noch, ob das hier... Wir haben noch zwei verwundete Leute. Leicht verwundet, das geht noch. Sie ist auch fast wieder bereit. Der gute Green, der braucht noch eine ganze Weile. Das ist natürlich problematisch, aber hey, so ist das. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier noch im Testbereich schon mal einen Geistanzug. Der kostet 50 Vorräte. Auch das geht noch. Interessante Wahl. So. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Das wäre mir relativ wichtig. Hey, Commander. Und dann ist mir, was auf jeden Fall noch sehr wichtig ist, egal was noch passiert, ist der verbesserte Gremlin. Weil wir den auch noch bauen können, wenn der nächste Einsatz ansteht. Das passt schon erstmal. Dann scannen wir mal gerade erstmal weiter nach den Vorräten. So, zack und zack. Und das ist es tatsächlich gewesen. So, dann würde ich sagen, neues Personal verfügbar. Ja, das ist schön. Das brauchen wir allerdings gerade nicht. So, wir können theoretisch dieses Ding hier angreifen und dieses Ding angreifen. Ich würde sagen, das ist erstmal tatsächlich wichtiger. Oder das wäre gut, wenn wir das auch noch ausschalten können. Es ist die Frage, warten wir dann noch auf unseren Herrn Green oder bis dahin kommt wahrscheinlich wieder ein Einsatz. Das heißt, wenn ich das ohne den Green mache, dann kommen wir da wahrscheinlich besser mit. Wir können alle anderen unserer guten Soldaten mitnehmen. Dann werden die auch noch vielleicht ein kleines bisschen besser dabei. Weil nur mit einem Spezialisten, so hätten wir noch ein... Warte mal, was kann er denn überhaupt? Da können wir mal gerade ganz kurz gucken. So. Ach, du warst auch Sanitäter. Ja, eigentlich solltest du eher die andere ersetzen. Das passt, glaube ich, auch so. Auch wenn mir natürlich das eigentlich ganz lieb wäre. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen, bevor wir das Ganze starten? So. Ich glaube, ganz ehrlich, tatsächlich, ich mache das jetzt wirklich mal vorher, weil ich mal ganz kurz gucken muss. Rauchbombe. Gefechtsscanner, Gedankenschild, EMP-Bombe. Die Bluescreen-Geschosse wären vielleicht gar nicht so schlecht auch bei irgendwem noch. Ich werde erstmal, warte mal, wir bauen erstmal hier die Strahlenkanone. Erstmal das, das will ich auf... Huch. Wir haben nicht genug Illyrium. Okay, gut zu wissen. Wir brauchen auf jeden Fall Illyrium. Ich werde mal gerade noch Bluescreen-Geschosse bauen. Ups. Zum Fliegen zu bringen. Das war nicht geplant. Gewesen sein. Es macht zwar noch nicht viel her, aber mit neuen Entwürfen und etwas Muskelschmalz wird es ein echtes Prachtstück. Pass mal auf, Schwarzmarkt. Wir fliegen mal kurz zum Schwarzmarkt, gucken, ob wir noch Illyrium kaufen können. Da braucht man Info für. Da haben wir noch ein bisschen was von, das geht noch. Der Markt ist offen. So, erstmal, die möchten gerne Illyrium, keine Archonleichen und Schaft. Okay, wir haben noch einen Schaft. Die wollen auch Archonleichen. Irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Das heißt, die kriegen einfach mal ein paar. Gibt noch ein bisschen was, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So.
Ach so. Ja, so. Dann würde ich sagen, wir gucken mal bei Kaufen. So. 30. Für 30 Info, das ist gar nicht schlecht. Wir könnten noch einen Ingenieur, das brauchen wir nicht. Überragende Geschwindigkeit, Wahrnehmung, überragender Schaft. Klebeband nicht enthalten. Wie geil. Überragende Automatiklader. Oh, die sind ja, Alter, das ist ja richtig gut. Erstmal kaufen wir die Kristalle, die brauche ich. Aber ich überlege gerade wirklich, die kosten echt nicht so viel, ne? Der überragende Automatiklader ist ja richtig geil. Den will ich haben. Schafft es auch cool eigentlich, aber ich hab nicht... Nee, das lassen wir erstmal. So. Zack. Einmal wieder raus. So. 30. Ja, wir haben 30. Das heißt, wir können tatsächlich noch... Das kostet 20, das kostet 10 alles. Das bringt uns sowieso noch nichts. Dann würde ich sagen, eine Strahlenkanone und eine Sturmkanone wäre wahrscheinlich sinnvoll. Zack. Und zack, damit... Ach so, wir haben noch Illyrium. Damit können wir auch noch die Fusionsklinge bauen. Und 80, dann haben wir wieder keine Vorräte mehr. Können Feinde in Brand setzen. Wobei das trotzdem ziemlich cool wäre für die gute Frau Kelly. In Bezug auf den Reaper. Ich baue das Ding jetzt auch noch so. Wir haben schon wieder nicht mehr viele Vorräte. Wir können zur Not vielleicht noch Sachen verkaufen bei Bedarf oder so. Okay, der Geistanzug dauert leider noch ein bisschen, aber das soll uns nicht davon abhalten. Ich möchte gerne dieses komische Gerät hier zerstören. Was haben wir da? Andromedon heißt das Ding. Elite-Lanzenträger, Elite-Soldat, Sektobot, Elite-Schildträger. Das sind tatsächlich nicht viele verschiedene, ne? Andromedon Sektobot ist natürlich ekelhaft, aber was soll man machen? Ich würde sagen, wir werden jetzt dieses Ding da angreifen. Das nimmt mindestens schon mal einen Knopf da raus und dann werden wir wahrscheinlich auch bald mal zusehen müssen, dass wir die anderen Sachen ausschalten können. Okay, wir geben erstmal Kram frei. Zack, und hier auch nochmal. Zack, so. Wie sieht das aus? Ach komm, wir nehmen die Dinger auch nochmal, die Leute auch nochmal alle raus. Die Dinger, sage ich schon. Oh Gott, ups. Nein, das wollte ich nicht. Halt. Zack und zack. So. Kelly fängt an. Du kommst dazu. Dann, du kommst dazu. Du kommst natürlich dazu. Du und auch, niemand, ja, zweiten Sniper oder zweiten Specialist ist die Frage. Ach komm. Du kommst auch noch dazu. So. Okay. Wie sieht das aus? Was machen wir jetzt? Clevere Ideen. Clevere Ideen brauchen wir. Irgendwer sollte vielleicht noch die Bluescreen-Rounds kriegen. Und ich überlege gerade, ob das bei dir der Fall sein wird. So Sniper aus weiter Entfernung mit Bluescreen-Rounds. Macht vielleicht... Oder ist... ich könnte ihr das. Ich glaube, du kriegst das jetzt. Du kriegst jetzt die Bluescreen-Rounds noch. Du schießt zwar dann nicht... Überragender Schaft hat die tatsächlich. Oh, guck mal. Ich glaube, das funktioniert sogar auch mit der Pistole dann, oder? Boah, passt schon. Wir machen das mal so. Kelly hat noch Platz für irgendwas. Ach so, die könnte eigentlich die... Ja, die kriegt das Ding wieder. Ich möchte gerne, dass die immun ist. Gegen Gift und so, wegen den Andromedons, damit die da nicht irgendwie hart auf die Fresse kriegt oder so. Das wäre richtig fies sonst. Sieht da sonst aus? Du hast die Blendgranate, das ist gut. Imitationsgerät haben wir auch. Haben wir hier inzwischen noch was anderes? Wir haben noch einen Flammenwerfer. Halte ich aber nicht so viel von. Fortschrittlicher Granatenwerfer ist natürlich gut. Du kannst inzwischen kritten mit dem ganzen Kram. Du hast die EMP-Bombe. Oh, da Schaden 10. Ich glaube, das ist, was daran so cool ist. Oder? Ja, passt schon. Da ist jetzt die Frage. Das Ding ist nicht besser geworden, ne? Super, toll. Kannst vor allem mit dem Ding jetzt kritten, mit beiden. Oder? Glaube ich, müsste eigentlich. Ich überlege gerade so. Waffenverbesserungsdingenskirchen. Da haben wir doch, guck mal, wir haben jetzt nämlich einen Platz mehr. Du hast ein Zielfernrohr und du hast einen Schaft. So.
Schießen wir eine Chance, dass der Schuss in der aktiven Runde keine Aktion kostet. Ist schön. Du könntest einen Automatiklader kriegen. Einen überragenden für 3 Nachladeaktionen. Das wäre heftig. Aber die haben alle einen Platz mehr, oder? Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch noch nichts gerissen. Du hast einen fortschrittlichen, hast du schon, und du hast einen Mehrlader. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Laservisier, überragendes Zielfernrohr. Wenn du das Ding noch nimmst, ne, dann triffst du ungefähr, theoretisch solltest du damit richtig viel treffen. Und dann mit der Serie zusammen wäre das extrem geil. Das heißt, du kriegst natürlich ein überragendes Zielfernrohr auf das Gerät drauf. So, wie sieht das bei dir aus? Du kannst auch noch irgendwas theoretisch gebrauchen. Du hast einen normalen Automatiklader und eine Erweiterung. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn du einen Schaft hättest, ne? Aber so ein Gummelschaft, das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Wir können noch nicht Sachen rausnehmen, oder? Nee, das gab es auch mit irgendeinem Kontinentbonus, glaube ich. Bei dir zählt das auch dann auf die Pistole mit dazu, ne? Das wäre vielleicht... Achso, du hast schon einen überragenden Schaft. Ich habe nichts gesagt. Tja, du hast aber noch keinen Automatiklader, aber den brauchst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ja, das mit dem Schießen keine Aktion, weiß ich nicht. Bei ihr ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Hast du schon was Sinnvolles da drin? Ich bin mir mal gar nicht ganz sicher, was die alle so... Achso, du hattest tatsächlich schon. Ich hatte dir schon ein drittes Ding reingepackt. Okay. Wie ist das bei dir? Du hast eine Magazinerweiterung. Du hast noch keinen Nachlader. Wobei ich nicht weiß, ob ich dir den überragenden geben will, tatsächlich. Aber einen Schaft könnte ich dir mal noch geben. Dann machst du zumindest mal einen Schaden dazu auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist sinnvoll. Wir können die ja später dann wahrscheinlich auch wieder rausnehmen. Von daher passt das schon. Wenn wir den entsprechenden Kontinentbonus noch kriegen. Das heißt, ich glaube auch, ich werde dir jetzt einfach erstmal allen noch was dazu geben. Und dann passt das schon. Du kriegst zum Beispiel jetzt einen fetten Nachlader da drauf. Weil wenn du weit vorne stehst, kannst du wahrscheinlich nicht mehr groß nachladen. Und dann kriegst du noch den Stecher dazu. So. Weil, nee, du kriegst das fortschrittliche Laservisier. So, flö. Dann kriegst du den Stecher dazu. Ich glaube, dann haben wir die Dinger jetzt alle verbraten, tatsächlich. Was auf der einen Seite etwas schade ist, auf der anderen Seite passt das schon. Du hast den Schusshagel gekriegt, ne? War das das, was du als letztes gekriegt hast? Nee. Moment, oder? Konfrontation ist das letzte, was du kriegst. Du hast sogar noch 2 Stufen auch, die du machen musst. Das heißt, es passt schon. So, lange hat es gedauert, aber ich würde sagen, der Einsatz soll starten. Das kann ja lustig werden. Das kann ja sehr, sehr lustig werden. Ich habe ein bisschen Angst. Wie bei allen letzten Einsätzen natürlich, aber die letzten Einsätze sind auch wieder schwieriger geworden. Die Aliens haben eine geheime Einrichtung in diesem Gebiet, die Forschungen fürs Avatar-Projekt durchführt. Und wir haben genug Informationen, um anzugreifen und sie zu zerstören. Wenn wir das Einsatzgebiet erreichen, begeben sie sich in Position und platzieren die X4-Ladungen. Wenn sie scharf sind, verschwinden sie und jagen sie das Ding hoch. Operation Kriegerischer Götze in Neuaustralien, in der Wildnis irgendwo. War das nicht? Letztes Mal waren wir auch irgendwo quer in der Pampa, als wir so ein Ding gemacht haben, oder? Na gut, aber letztes Mal waren da noch keine Sektopods. Oh Gott. Ich hasse Sektopods. Okay, ich sehe zum Glück noch nichts, aber wir haben ja zum Glück kein Zeitlimit bei solchen Aktionen. Okay, ich würde sagen, du gehst natürlich wie immer erstmal ein bisschen vor, da du ja ganz gut sehen kannst. So, zack. Wir sehen, wie sie sehen, noch gar nichts. Da hast du Deckung von auf 2 Seiten, das heißt, du wirst jetzt erstmal nach da laufen. Wir sehen noch gar nichts, okay. Ich will aber auch nicht zu weit vorrücken, wenn ich ehrlich bin. So, du kannst zumindest schon mal nach da laufen. Wir müssen nach oben. Warte mal. Mal kurz gucken hier, wie weit wir. Wir kommen in die Richtung relativ weit. In die Richtung auch, okay. Wir müssen hier durch. Ach Gott, sind das so Brücken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich sowas schon wieder sehe, ne? Schande. Ja, aber du kannst noch ein Stück kommen. Lauf mal ruhig noch ein bisschen weiter nach vorne. Wir sehen nämlich auch da noch nichts, okay. Gibt's hier... Hier gibt's nichts, wo du hingrappeln könntest. Na, ist ja super. Aber du kannst ruhig hier ein bisschen weiter hinten bleiben und dann in halber Deckung. Das ist okay.
Du musst relativ weit hinten bleiben, hast aber das automatische Overwatch. Das heißt, du kannst eigentlich weiterlaufen zumindest erstmal. Das ist okay. Du musst eigentlich auch relativ weit nach vorne für deinen Pistolenkram. So, da bist du ein bisschen weiter hinten leider, aber ein bisschen weiter unten vor allem auch. Und du musst sowieso auch ziemlich weit nach vorne. Ach, ich habe hier vorne irgendwie nirgends mehr sinnvoll Platz. Dann stell dich mal hinter das, auch wenn ihr da jetzt alle sehr auf einem Haufen steht. Die werden uns ja wohl noch nicht erstmal sehen. So. Ich höre das irgendwo von hier. Ich höre das irgendwo von da. So, dann, ja, die kann ja kaum laufen. Das ist ja fürchterlich. Wir kommen nicht so richtig voran hier, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, mach mal. Ah, da ist ein Andromedon. Okay. Ein Andromedon. Die haben erhöhte Sichtweite oder so, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, du kannst eigentlich mal hier so reingehen und schon mal gucken, ob da rechts noch irgendwas ist. Du siehst nichts, wenn du hier hingehst. Ja, du bleibst ja erstmal unsichtbar. Kein Problem. Er sieht auch nichts. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Von hier, kannst du von hier theoretisch schon was sehen? Nee. Die werden mich da ja wohl noch nicht sehen, oder? Also die dürften ja eigentlich noch nicht in der nächsten Runde dann direkt Leute sehen. Ach du Schande, da ist noch so ein komisches Ding. Das ist nicht so geil. Naja, ist ja gut. So, du kannst theoretisch von hier schon auf Sachen schießen. Das ist perfekt. Und ich glaube auch, du wirst... Wirst du hier sitzen bleiben? Nee, komm, du gehst mal noch ein bisschen weiter nach vorne, weil von hier kannst du nicht auf das Geschütz theoretisch schießen. Von hier kannst du auf gar nichts schießen. Was zur Hölle? Von hier auch nicht? Was? Aber von... Ach, von da, wo du stehst, geht das, ja? Ach, das ist auch wahrscheinlich auch nur wegen dem... Deswegen. So ist das gemeint. Das funktioniert nur wegen dem... Du hast hier irgendwie das Ding, dass du besser treffen kannst, genau, wenn du dich nicht bewegt hast. Das heißt, wenn du jetzt erstmal einfach hier stehen oder sitzen bleibst, dann macht das, glaube ich, mehr Sinn. So, du gehst auch noch ein Stück weiter nach vorne. Bleibst dann wahrscheinlich gleich auch da stehen. So, und du könntest eigentlich noch nach hier laufen. Und theoretisch in der nächsten Runde noch da irgendwo hinter. Oder du gehst direkt nach hier vorne. Du gehst mal direkt nach da vorne.